Ah, ich weiß auch nicht warum. Ich meine, es hat ja auch was Spannendes. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Es hat ja auch was Spannendes, wenn man sagt, okay, ich mache jeden einzelnen optionalen Boss, ich mache es so schwierig wie möglich und will einfach mal sehen, wo die Grenzen sind. Will sehen, ob ich es schaffen kann, so eine Herausforderung zu bestehen. Aber das interessiert mich ja grundsätzlich auch, aber ich bin da wirklich eher so jemand, der das Ganze strukturierter angehen will. Das Ganze, der es nicht so chaotisch mag. Heißt im Klartext, wenn ich so eine Möglichkeit sehe, da eine Herausforderung, um so etwas drumherum zu bauen, dann beschäftige ich mich damit, dann gucke ich natürlich, was es da für Möglichkeiten gibt und gehe so eine Herausforderung gesondert an. Und wenn ich gerade mitten in einer Herausforderung bin, gehe ich kein übermäßiges zusätzliches Risiko ein. Da habe ich dann lieber, wenn ich quasi einmal eine Herausforderung mache, wo ich mir sage, okay, die ist klar definiert, das habe ich mir jetzt so und so überlegt. Und hier gehe ich keine unnötigen Risiken ein, währenddem ich mich um diese eine Herausforderung kümmere. Und habe aber im Hinterkopf, dass es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, andere Wege gibt. Und überleg mir vielleicht für das nächste Mal dann eine Herausforderung, die ein kleines bisschen abgewandelt ist, wo man dann eben auch noch mit als Aufgabe hat, den optionalen Boss zum Beispiel zu plätten. So, wie gehen wir jetzt die weiteren Schritte an? Ich würde sagen, wir können. Das wird schwierig. Ich würde sagen, wir können. Können wir schon hier das abholen? Es würde uns im Prinzip nicht sonderlich viel bringen, weil wir müssten ja dann sowieso nochmal zurück in den Wald der Seelen und zum Krötenteich. Von daher teleportiere ich mich jetzt lieber zum Ma'uno-Schrein und gehe da von dort aus erstmal oben lang, werde da alles, was die Tutorial-Aufgaben sind, einfach mich darum kümmern und danach gehe ich. Das östliche Hochplateau einfach untersuchen. Einfach mit der Begründung, wir können uns natürlich des Winterwams abholen, keine Frage. Damit hätten wir kein Problem, oben zurechtzukommen. Natürlich dürfen wir das aber nicht mehr ausrüsten. Und von daher ist es dann doch um einiges besser, so kurz Orientierung wiederfinden, jawohl, hier lang. Es ist dann doch um einiges besser, wenn wir erstmal jetzt hier lang gehen. Decken uns hier ordentlich mit Fleisch und allem Möglichen ein, machen dann auf dem Weg in das östliche Hochland, in die östliche Hochebene, noch einen kleinen Abstecher zu diesem Startgebiet, wo es quasi nach oben ins Verschneite reingeht, holen uns da noch ein bisschen Chili und machen uns dann halt wirklich Buff-Food, mit dem wir gut durch das Wintergebiet durchkommen. Auf dem Weg muss man natürlich uns auch noch ein paar Fische angeln. Aber ich meine, das soll ja wirklich überhaupt kein Problem sein. Die schwierigste Zutat, ganz klar, ist das Fleisch. Jetzt nicht etwa, weil es sonderlich schwer wäre, das Fleisch zu holen. Da ist dann schon mal ein Eber. Sondern eher deshalb, weil ich mir hier Sorgen mache, so ganz leicht, was mit der Haltbarkeit der Waffen ist. So, am allerbesten wäre es natürlich, wenn wir hier mit Pfeil und Bogen agieren würden. Wir kriegen auch in der Nähe noch Pfeil und Bogen. So, hier. Jawohl. Wo seid ihr, Tierchen? Tierchen sind gerade am Rumflitzen, sind gerade in der Nähe. Wir müssen uns jetzt hier im Prinzip nur darum kümmern, dass wir die Tierchen auch schön treffen und schön kriegen. Pilze sind immer toll. Jawohl. Pilze tüte ich natürlich immer gerne ein. Fackel, 5 Holzpfeile und hier haben wir den ersten Reisebogen. Jawohl, schön. Jetzt ist natürlich so das Problem, was ich sehe. Das Problem, was ich ein ganz kleines bisschen habe. Klar, wir haben einen Reisebogen, aber. Komm mal her, Reisebogen. Aber der geht sehr schnell kaputt. Das ist halt wirklich so das, was mich am meisten wirklich in Breath of the Wild stört. Also es ist ein tolles Spiel, es macht megamäßig Spaß und alles, aber die Haltbarkeit der Waffen ist echt ein Krampf. Ist
echt schrecklich. Ich glaube, da wird mir jeder von euch zustimmen. Es ist cool gemacht, dass die Haltbarkeit von Waffen natürlich zurückgeht und dass man nicht eine Waffe findet und kann die bis zum Ende des Spiels einfach mal ausnutzen, abusen und halt, man hat eine gute Waffe gefunden und muss sie nicht mehr auswechseln und kann damit einfach spielen. Logisch, das ist jetzt nicht so cool. So. Hab ich einen Bogen ausgerüstet? Ja klar, ich habe den Bogen ausgerüstet. Ablegen, ausrüsten. Jawohl, okay, ich habe den Bogen. So, klar, das ist nicht so cool und es macht definitiv mehr Spaß, wenn man so ein bisschen realistischer auf das Ganze gucken kann und so ein bisschen, sag ich mir mal, aufpassen muss. Was macht man jetzt hier? Gegen welche Gegner kämpft man? Nein, mein Pfeil! Ach, ich bin aus Versehen hinten drauf gekommen auf den Knopf, um einen Pfeil abzuschießen. Krieg ich den wieder? Ja, schön, schön, schön. Mein Pfeil ist wieder da. Und ist an sich ein cooles Feature und wirklich was Schönes, was Nices. Aber es geht einfach zu schnell. Es geht einfach zu schnell, was die Waffen hier in Breath of the Wild kaputt gehen. Es ist ja wirklich, man hat das Gefühl, dass man mit einem, ja, mit einer riesigen Kriegsaxt oder mit einem Schwert, was extra für den Kampf, für den Krieg entwickelt wurde, dass man damit, eine Rute, toll, dass man damit halt wirklich gegen einen Baum kämpft. Baumgeist, was auch immer, einen kleinen Moblin und dreimal auf Holz haut und das Stahlschwert geht kaputt. Das finde ich macht einfach keinen Sinn. Und das stört mich ehrlich gesagt so ein kleines bisschen an dem Spiel. Und wenn das anders wäre, wenn das wirklich irgendwie, wenn es hier einen Modus geben würde oder eine Möglichkeit, wie man die Haltbarkeit der Waffen wirklich deutlich erhöhen könnte, nicht unzerbrechbare Waffen, sondern einfach nur wesentlich haltbarere Waffen, dann würde es einfach so viel an Spielspaß bringen. Dann würde es das Spiel so massiv verbessern, finde ich. Aber vielleicht ist das einfach nur eine Präferenz. Ich meine, es gibt ja definitiv die Möglichkeit, dass wenn man einfach noch mehr Holzpfeile, Dankeschön, finde ich toll, gibt ja definitiv die Möglichkeit, dass wenn man einfach, keine Ahnung, ein super mega haltbares Schwert haben will, dass man dieses Schwert dann einfach sich fünfmal holt und wenn eins zerbricht, dann hat man halt dasselbe Schwert im Prinzip noch einmal und kann das weiterhin einsetzen. Das wäre im Prinzip eine Möglichkeit oder eine Art Kompromiss, den man finden könnte, um sehr haltbare Waffen hinzukriegen. Das ist ein kleiner Trickmove. So, wenn man sich ganz, 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 ganz dolle genug vorstellt, dass es dieselbe Waffe ist, dann ist es dieselbe. Wenn man sich ganz, ganz dolle genug vorstellt, dass, keine Ahnung, Link nicht auf einem Pferd reitet, sondern auf einem Greifen oder irgendwas anderem krass coolen, dann ist es das ja vielleicht auch. Aber vielleicht, nur vielleicht, eben auch nicht. Von daher, ach, wär schon schön. Wäre schon definitiv schön. Aber so haben wir wenigstens eine zusätzliche Schwierigkeit, sage ich mir mal, mit der man noch umgehen muss und mit der man irgendwie zurechtkommt.